Die A8 bei Kirchheim unter Teck. Straßenwärter Robert Wendling und Johannes Heuler kümmern sich nicht nur um die Sauberkeit auf der Autobahn, sondern auch um mögliche Gefahrenquellen. Der erste Auftrag? Dann hätten wir auf der gegenüberliegenden Fahrbahn auch Einfahrt Mühlhausen, Fahrt Richtung Karlsruhe, noch eine Palette und einen kleinen Teil für euch zum Mitnehmen. Ja, alles klar, das nehmen wir noch mit. Danke dir. Also jetzt fahren wir hier an die Anschlussstelle Mühlhausen in Fahrt Richtung Karlsruhe. Und hier haben wir jetzt mitgeteilt bekommen, dass hier angeblich jemand was abgeladen hat, Müll oder... Also es ist die Rede von dem Reifen und glaub einer Palette war es. Und da gucken wir jetzt geschwind, wo das ist und dann laden wir es auf. Also oft hat man das, dass dann LKW-Fahrer, wenn sie dann, oder PKW-Fahrer... Da liegt's. Wenn die dann hier ihre Panne haben oder so, oder auch LKW-Fahrer dann ihre Pausen machen, dass dann auch oft dann halt auch was abgeladen wird, was eigentlich nicht abgeladen werden sollte. Gucken wir mal, hä? Ja. Brauchen wir mit, hä? Regen? Ah, nein. Ja, also hier sieht man ja schon, hier hat jetzt jemand eine Palette und den Reifen abgeladen. Wie man ja erkennt, das ist ja ganz typisch. Da sieht man auch, ist einer wo reingefahren. Und oft nutzen die dann diese Fläche natürlich zum Reparieren. Und dann wird halt ja, der Rest einfach nur liegen gelassen, so wie es ist. Und schade. Aber gut, gibt da jemanden, der es mitnimmt, und zwar mir. Rund 15.000 Tonnen Müll landen jedes Jahr auf deutschen Autobahnen. Beim Einsammeln müssen Robert Wendling und Johannes Heuler aufpassen, denn ihr Job ist lebensgefährlich. Jeder, der in diesem Beruf arbeitet, hat auf jeden Fall schon gefährliche Situationen erlebt. Und man sagt ja auch, dass jedes Jahr ungefähr 3-4 Straßenwärter ums Leben kommen bei der Arbeit durch Fremdverschulden. Also ich hatte ja schon mal einen schweren Unfall, nachdem wir Geräte abgeladen haben und zwischen Auto und Schutzplan gestanden, hat uns ein LKW gestriffen, also das Fahrzeug wurde gestriffen und hat uns dann an die Schutzplanke rangedrückt. Bei mir war es dann damals zum Glück nicht so schlimm, ich hatte eine Oberschenkelquetschung und seitdem habe ich eben Probleme beim Fahrradfahren mit meinen Knien. Also es sind schon Dinge, die dann auch bleibende Schäden zurücklassen. In Deutschland sorgen rund 30.000 Straßenwärter für eine freie und sichere Fahrt. Auf dem Rastplatz Rübholz kümmern sich die beiden um die Mülleimer. Und das ist alles andere als Kleinkram. Hier sieht man wieder, das ist jetzt kein Müll, der während dem Fahren anfällt, sondern das ist jetzt eher Hausrat oder Privatmüll, den man hier sieht, was auch ganz oft von den Leuten entsorgt wird. Gartenabfälle oder halt. Ja. Also das heißt ja, auf der Raststätte soll man ja den Müll entsorgen, der ja auch anfällt während der Reise. Aber das sieht man, sowas fällt nicht auf der Reise an. Das ist also ganz klar entsorgter Müll. Aber auch den müssen wir entsorgen. Wegen steigender Müllgebühren entsorgen viele ihren Abfall auf öffentlichen Parkplätzen. Dagegen sind die Straßenwärter meist machtlos. Es ist auch so, wenn wir jetzt auf dem Parkplatz jemanden beobachten, der jetzt seinen Müll wirklich beabsichtigt irgendwo ins Grüne wirft, dann gehen wir auch dahin und reden mit dem und zeigen natürlich auch, dass es nicht geht. Ob es nachher was bringt, ist natürlich was anderes. Also bei uns wird der Müll ja generell verbrannt, egal was zusammenkommt. Und dass er halt dann hier bei uns auf der Pritsche nicht überall rumläuft, ist ja für uns auch ein bisschen Hygiene. Deswegen tun wir das gleich in den Sack und wird dann nachher dann auch im Sack entsorgt. Das bleibt jetzt erstmal auf dem Auto, bis wir dann nachher in den Hof reinkommen. Dann haben wir hinten ganz große Müllbehälter, die werden dann einmal in der Woche geleert. Schmeißen wir das dann nachher alles rein. 10 Kubikmeter Müll müssen Sie und Ihre Kollegen jede Woche entsorgen. Das macht mehr als 500 Tonnen Müll im Jahr, der nur in einer von 180 Autobahnmeistereien in Deutschland anfällt. Robert Wendling und Johannes Heuler überprüfen jetzt die Grünstreifen eines Parkplatzes. Guck
guck mal, da ist auch schon wieder. Oh, schon wieder ein Nando-Fahrer. Vor einem Monat kriegt er. Na, gucken wir gleich mal, oder? Ja, muss man unbedingt aufschreiben. Wir haben jetzt gerade beim Reinfahren in den Parkplatz gesehen, dass hier die Fläche, die das Bankett schon wieder ziemlich runtergefahren wurde. Das haben wir vor 2 Monaten oder vor einem Monat sogar erst noch richten lassen von Reforma. Und man sieht ja schon, hier stehen auch schon die LKWs und die halten halt überall, wo es Platz hat. Und irgendwelche Spuren, die hinterlassen, das juckt die nicht einmal, die fahren halt weiter, verdrecken die ganze Fahrbahn. Haben wir auf allen Parkplätzen eigentlich, wo man guckt, haben wir leider diese kaputten Flächen, und wenn man sieht, wie es hier aussieht. Aber ich laufe jetzt gerade mal davor, da hat es die 2 verbogenen Leitpfosten, die gucke ich mal, ob ich die gerade kriege. Eine dauerhafte Lösung ist das nicht. Sie müssen erneut eine Firma mit der Reparatur beauftragen. Schlimm, wirklich schlimm. Immer gleiche Stelle, gell? Da, guck. Also teilweise ist es so, dass wir an dem Pfosten hier auch gar nicht mehr so viel machen, weil wenn wir jetzt einen neuen reinmachen, dann ist der spätestens bis in 2 Tage auch schon wieder umgefahren und kaputt. Ich gehe mal davon aus, dass man so ungefähr um die 100 Euro für so einen Pfosten dann zahlen muss. Das geht, oder? Da sieht man, dass sie schon gar nicht mehr halten, weil ja die Sockel komplett schon krumm drin sind. Durch die vielen Überfahrten von den LKWs, von den 40 Tonnen Gewicht, ist da alles kaputt. Da muss dann schweres Gerät her, erstmal. Da muss man den ganzen Schotter da rausgraben mit dem Bagger und komplett neu einsetzen und wieder verdichten. Weil so hat es keinen Wert. Der fliegt beim nächsten Mal wieder raus. Bei tausenden Lkw, die täglich auf der A8 unterwegs sind, lassen sich die Verursacher solcher Schäden kaum ermitteln. Es ist Alltag, damit muss man leben, aber ist halt schade, weil das kostet alles Geld. Und im Endeffekt zahlt es jeder. Jeder Bürger zahlt den Aufwand hier, was einzelner Lkw verursacht hat. Ist halt schade. Könnte man auch vieles sparen und anderweitig das Geld benutzen. Das wird man heute Abend dann dem Chef wieder mitteilen. Der fährt ja eh auch jeden Tag die Strecke ab. Der wird dann nochmal Bilder machen, dann wieder an die Firma weiterleiten. Aber das sind dann halt auch Bauarbeiten, die mal länger gehen. Das machen wir jetzt so an unserem Tag heute nicht. Das macht dann schon dann die Kolonne. Hier ist für die beiden nichts mehr zu tun. Doch trotz mancher Rückschläge macht Robert Wendling seinen Job gern. Und das seit 20 Jahren. Jetzt mal schon gucken, mein Handy klingelt. Ja, Wendling? Okay. Okay, ja, kann ich gucken, ich habe einen Ölbinder dabei. Alles klar, ich guck danach, gell? Jo, ciao, danke. Ja, das war jetzt der Arbeitskollege, der ist hier vorhin auch vor ein paar Minuten durchgefahren und hat jetzt Bescheid gegeben, dass wir vorne im Busparkbereich, Busparkplatz, eine Dieselspur haben. Also die werden wir uns dann gleich vorknüpfen.